Ja, die ist jetzt heilfroh, dass sie jetzt ein Sicherheitsgefühl hat. Also die hatte vorher überhaupt kein Sicherheitsgefühl. Diesen kleinen Bolzen, wenn die Anlage scharf geschalten wird, dann fährt der kleine Bolzen quasi in die Türe rein und die Türe wird blockiert, sodass ich nicht vergessen kann, die Anlage unscharf zu schalten. Obwohl es eine Vorinvestition war, ne? Und das war nicht wenig. Ja, die wurde auch über den Tisch gezogen vom Preis her. Der wurde mit einem sehr hohen Preis, also der wurde ein Dacia zu einem Zimmer BMW-Preis verkauft. Hallo und herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Jetzt sind wir heute wieder da, wo wir das letzte Mal waren. Das geht um das Thema Sicherheit, Alarmanlage. Wir haben jetzt die Alarmanlage und die Türkommunikation getauscht. Und ich glaube, Herbert, vorher, nachher war das Ziel. Mhm. Sag mal ein bisschen was dazu. Ja, wir haben jetzt eine VDSA-klassifizierte Anlage eingebaut. Da muss man halt ein paar Sachen beachten. Erstmal müssten die richtigen Bauteile ausgewählt werden. Und da müssen wir halt vom System her ein paar Sachen beachten. Und das zeigen wir euch heute. Ja. Hier ist die Scharfschalteinheit. Ich habe jetzt einmal die Möglichkeit, über einen Chip scharf zu schalten und einmal über eine Code-Tastatur scharf zu schalten. Das kann man wahlweise auswählen. Man kann auch das beides verwenden, also und oder die Systeme, genau. Ich zeige euch jetzt einmal, wie man eine Alarmanlage scharf schaltet, unscharf schaltet, eine professionelle Anlage. Ich habe hier einen Chip. Ich halte den Chip lange hin, bis er zweimal piepst. Dann bekomme ich einen Quittierungston und die Anlage ist scharf. Mehr ist es eigentlich nicht. Wenn ich nach Hause komme, kurz hinhalten, ist unscharf, bekomme ich kurz mitgeteilt. Wichtig ist immer, dass der Status nicht stehen bleibt, sonst könnte jeder Einbrecher sehen, ob scharf unscharf ist. Immer nur kurzzeitig für mich als Info. Genau. Extern scharf ist immer, wenn ich das Haus verlasse. Wenn ich draußen scharf schalte mit dem Chip, ist immer extern scharf. Es ist alles aktiv. Fensterkontakt, Bewegungsmelder, Glasbruchmelder, was ich so habe. Und intern scharf kann ich nur innen machen. Hier ist ein Spellement nachgerüstet worden. Spellement hier als Aufbaulösung. Bei Neubauten machen wir das in der Türe oder mit Motorschloss. Ich mache mal die Türe auf, dann zeige ich es euch. Also Spellement bedeutet, da ist ein kleiner Bolzen. Wenn die Anlage scharf geschalten wird, dann fährt der kleine Bolzen quasi in die Türe rein und die Türe wird blockiert, sodass ich nicht vergessen kann, die Anlage unscharf zu schalten. Zum Beispiel bei Kindern, da sind viele Kinder im Haus. Wenn jetzt ein Kind heimkommt, die Türe absperrt, wird die Türe über diesen Bolzen blockiert, sodass dann das Kind daran erinnert wird, dass es noch unscharf schaltet. Also wird empfohlen, ja. Hier haben wir eine Bedieneinheit. Hier ist ein Chip-Laser integriert, da kann ich mit dem Chip auch scharf unscharf schalten. Dieses Bedienteil nehmen wir eigentlich in der Regel her für interne Schärfung, wenn man zu Hause ist. Dann kann man hier zum Beispiel, wenn das Männchen im Haus ist, dann bin ich zu Hause, dann sind verschiedene Bereiche deaktiviert, zum Beispiel Bewegungsmelder im Obergeschoss, sodass ich mich frei bewegen kann. Wenn das Haus leer ist, dann ist extern scharf, wobei das eigentlich immer draußen gemacht wird. Und ich kann jetzt hier mal kurz gucken, wenn jetzt nur ein Fenster geöffnet ist oder Türe geöffnet ist. Genau, dann kannst du eine Türe öffnet. Genau, dann sehe ich, dass die Haustüre auf ist. Und da kann ich nochmal kurz nachgucken, wenn ich nicht scharf schalten kann, dann gucke ich hier nach, ob ein Fenster auf ist und kann dann scharf schalten. Das Ganze kann man mit einem Code sichern, wir haben jetzt nur rausgenommen, um das besser zu zeigen. Genau, die schaltet immer wieder ab, um die Akkus zu schonen. Drum immer kurz dran zum Aufwecken. Genau. Weil wir haben ja alles mit Funk. Genau. Jetzt haben wir noch was da unten. Genau, das ist die Videosprechanlage. Kann ich euch auch zeigen, müssen wir von außen anfangen. Kommen wir mit raus. Wir haben jetzt hier eine Videosprechanlage, auch wieder Aufputzversion, weil wir es nachgerüstet haben. Bei Neubauten macht man das dann in der Wand. Batteriebetrieb? Nein. Nein, nichts Batteriebetrieb. Genau, ist IP-basierend, da geht auch wirklich ein Netzwerkkabel hin. Genau, die Kamera hat 180 Grad. Ja, bitteschön. Genau, jetzt muss man auf die Innenseite gehen. Dann kann ich hier öffnen. Hier hat man es hauptsächlich auch wegen den Kindern gemacht, dass die Kinder vorher rausgucken können, wer ist draußen, ist der schwarze Mann draußen oder irgendein Vertreter. Ja, es ist wirklich so. Vor allem in den Städten, da laufen halt oftmals Gestalten rum, die man nicht im Haus haben möchte. Und ja, ich kann auch da jederzeit
rausgucken mit Live-Bild. Man kann auch hier Kameras integrieren. Wenn ich jetzt noch im Haus oder am Haus Kameras hätte, dann könnte man die hier integrieren. Das machen wir auch recht gerne. Das ist jetzt ein 7 Zoll Touchpanel, gibt es eine 10 Zoll Variante. Also, ja, sind jetzt da echt okay. Sieht deutlich hochwertiger aus, als was wir vorher hatten. Ja. Und vor allem machen wir Screenshots, kann ich auch mal kurz zeigen, wenn uns jemand gebimmelt hat. Das war jetzt, waren wir beide, wir sind jetzt da gefilmt worden. Also dann kann man auch mal nachgucken, wann der Päckchendienst da war mit Uhrzeit und ob er da war. Ob er da war, hatten wir auch schon oft. Also die behaupten, dass ich da war, und waren wir nicht da. Ja. Also. So, jetzt hast du hier eine Kombination. Du hast oben deine Alarmanlage, ne? Das Panel, und hast hier unten deine Türkommunikation. Ja. Und das Ganze. Ja, also es ist halt alles nachgerüstet worden. Ist nicht ganz so schön, wenn man es nachrüstet. Man sieht es ja anhand von den beiden Panels. Das könnte man dann bei Neubau richtig planen. Dann könnte man das mit der entsprechenden Verkabelung zusammenführen. Du hast das Wort planen wieder gesehen. Ja, planen, ja. Ja, ist. Hier am Fenster zeige ich, wie man den Fensterkontakt richtig montiert. Also jetzt haben wir ihn auf der Oberseite montiert. Am Rahmen ist der Fenster oder der Meldersender, so bezeichnen wir das, befestigt. Am Türblatt ist der Magnet befestigt. Wenn ich jetzt die Türe ganz öffne, dann wird der Melder ausgelöst. Oder wenn ich jetzt nur das Fenster kippe, dann wird es ebenfalls ausgelöst. Und also, vorher war er unten nochmal zum Verständnis für euch. Genau. Er war unten montiert und das war einfach alles nicht so gut. Genau. Ich habe jetzt nicht erkannt, wenn das Fenster gekippt ist. Jetzt sind wir safe. Jetzt kriege ich auch mit, wenn das Fenster gekippt ist. Und somit sind wir passend für die Lärmanlage. Aufwand von ein paar Minuten, oder? Einige paar Minuten, ja, richtig. Ja, muss man halt neu setzen. Jetzt zeige ich es nochmal an einem normalen Fenster, den Fensterkontakt wieder auf der Oberseite, sodass ich die beiden Statis einmal geöffnet und einmal gekippt mitbekomme. Wichtig ist, dass ich die Alarmanlage dann nicht scharf schalten kann, wenn ich das Haus verlasse, wenn irgendwo ein Fenster gekippt ist oder geöffnet ist. Wir haben jetzt natürlich wie beim Neubau keine Visualisierung, wo man sehen würde, wo was offen und geschlossen ist. Ja, genau. Also könnte man schön mit der Visualisierung verbinden. So kann ich es über die Alarmanlage abfragen, welcher Raum noch geöffnet ist. Was gibt es noch Neues? Genau, hier haben wir Bewegungsmelder gesetzt. Also das sind so Bewegungsmelder, die sind speziell für die Ecken gemacht. Die sind hinten so abgeschrägt, sodass man schön in die Ecke platzieren kann. Ist für uns auch immer am besten vom Winkel her. Die Bewegungsmelder haben so zwischen 80 und 90 Grad Winkel. Und wenn man den in die Ecke setzt, habe ich auch den besten Abdeckungsbereich. Immer genau. Wieder, man muss dazu sagen, ist alles Funk. Ne? Ist alles Funk, ja. Ist halt nachgerüstet. Alles Funk hier, ja. Jetzt zeige ich euch ein abgesetztes Funk-Gateway. Das ist ein Funkempfänger für die Alarmzentrale. Die Alarmzentrale sitzt im Keller unten. Hier im zweiten Obergeschoss haben wir einen Funksender integriert und Empfänger für die Fensterkontakte, für die Bewegungsmelder. Ist fest verkabelt mit der Anlage, nicht gesteckt und auch sabotagesicher. Das heißt, wenn es wirklich hier jemand öffnen würde, bekommen wir den Sabotagealarm und wir könnten entsprechend reagieren. Das Ganze war vom zeitlichen Aufwand? Das Hinschrauben vielleicht eine Viertelstunde und das Kabellegen vom Elektriker noch nachträglich eine halbe Stunde, Stunde. Genau, so in der Richtung. Wenn man weiß, was man tut. Ja, also wichtig, wie ihr seht, also die Kabel, die werden von hinten angefahren und ja. Alarmanlage geht los, der Kollege testet gerade. So, Herbert, jetzt sieht es ja unten, wir sind jetzt im Keller des Hauses, jetzt sieht es ein bisschen anders aus, erzähl mal. Ja, jetzt haben wir ein bisschen aufgeräumt hier. Also hier sitzt jetzt die neue Alarmzentrale, ich zeige es mal von innen. Hier ist das Wellgerät, das nach draußen die Meldung gibt, einmal über IP. SIM-Karte kommt noch als Ersatzweg. Das ist die Zentrale selber, die Platine. Das ist ein Funkgateway hier mit der Antenne drauf. Wir haben hier in dem Haus zwei, einmal die abgesetzte, einmal diese integrierte. Das ist der Akku, wird jetzt in dem Fall 60 Stunden gepuffert. Bei Stromausfall. Hier schreiben wir immer drauf, wann er gewechselt wurde oder wann eingebaut wurde. Wird auch nochmal bei uns im Wartungsbuch dokumentiert. So sieht man gleich auf den ersten Blick, wann der Akku raus muss. Alle zwei, drei Jahre sollte der getauscht werden, weil er doch in einem geschlossenen Gehäuse ist und der sich sehr stark erwärmt. So, jetzt. Ich bin ja jetzt. Ich habe keine Ahnung. So, also nochmal, dass man nochmal alles ein bisschen so aufgasst, das ist jetzt schnell aufgezählt. Diese Platine ist für? Also, das ist das Übertragungsgerät.
Also da übertragen wir, wenn jetzt ein Alarm ausgelöst wird, ein Brand ausgelöst wird oder ein technischer Alarm, wie jetzt zum Beispiel dieser Wassermelder hier am Boden. Genau. Und das ist also ein Mehrspartengerät. Also wir können hier über IP, können hier GSM oder einen analogen Telefonanschluss, wobei analoger Telefonanschluss werde ich gar nicht mehr benutzt. Wo geht der Alarm jetzt hin? In dem Fall auf einen Sicherheitsdienst in München. Und die Daten werden digital übertragen. Also das ist nicht so, wie man es früher gemacht hat, dass die Anlage rausfällt, sondern da werden nur elektronische Daten übertragen an den Sicherheitsdienst und der kann dann entsprechend reagieren. Okay, wir haben also hier in einem Bestandsgebäude eine Installation mit einem Sicherheitsdienst, nicht mit einer Polizei, haben wir auch schon auf der Welt. Genau, im Prinzip ist es ähnlich. Polizei ist halt sehr teuer und aufwendiger, da musst du halt noch mehr Sachen beachten. Sicherheitsdienst macht im Prinzip das gleiche wie die Polizei. Das heißt auch, dass jetzt, wenn der Strom ausgefallen ist hier im Haus oder die Einbrecher den Strom kappen, wählt diese Zentrale raus. Genau. Wird über Akku gepuffert und dann über die SIM-Karte werden dann die Daten trotzdem rausgeschickt. Es wird auch der Sicherheitsdienst informiert. Wenn es zum Beispiel eine Netzstörung ist, wenn IP-Störung ist oder wenn der Akku gestört ist, dann wird das trotzdem dem Sicherheitsdienst gemeldet, sodass man dann entsprechend reagieren kann, gucken kann, warum ist der Strom weg, warum ist Internet weg und so weiter. Okay, jetzt könnte ich natürlich nochmal fragen, jetzt haben wir hier die Antenne, reicht die Antenne, wir sind jetzt hier im Keller, aus, jetzt ist vielleicht hier weniger Stahl drin, reicht die aus, dass man noch wählen kann, dass man eine Funkverbindung ausbauen kann? Das ist jetzt die Antenne für unsere Funksachen, also Bewegungsmelder und für Fensterkontakte. GSM wird dann nochmal über eine separate Antenne, die sieht man hier, die wird noch angeschlossen. Wir haben das vorher geprüft, also gibt es auch mit einem längeren Kabel, sodass man es dann im Kellerschacht zum Beispiel montieren kann und dann hier noch die Verbindung aufbauen kann. Was wir haben, ist natürlich eine professionelle Alarmanlage. Das ist die kleine Telenot. Das ist so die kleine Telenot Easy. Das ist speziell für den Einfamilienhausbereich gemacht worden. Finde ich recht pfiffig. Ja. Wie heißt die? Easy? Easy, ja. Kompakt Easy heißt die kleine. Für Funk ist die prädestiniert. Die verdrahteten Anschlüsse sind ein bisschen begrenzt. Da habe ich nur 8 Meldegruppen. Aber für so eine Funkalarmanlage ist das echt ideal, weil da alles mit dabei ist, vom Akku über das Wellgerät. Ist ja alles integriert, also du setzt das ja gerne ein. Das ist doch das gleiche Display, wie wenn man das extra separat hat, ne? Genau, das ist für uns auch wichtig. Die App sieht auch genauso aus. Gibt eine verschlüsselte App-Verbindung zu der Alarmanlage. Sieht die Oberfläche genauso aus, sodass es sich immer wiederholt, dass es auch bedienbar bleibt. Dann super. Genau. Und wo früher jetzt hier die nicht so tolle Alarmanlage, die keine war, ist jetzt eine richtige Alarmanlage. Sozusagen, ja. Genau. Ich kann euch nochmal zeigen, wenn du dich mal einmal umdrehst, da ist ein kleiner Bewegungsmelder, damit die Alarmanlage geschützt wird. Das war vorher auch nicht. Also das sollte man machen in dem Raum, wo die Alarmanlage sitzt, soll man immer zusätzlich einen Melder mit einbauen, damit die Alarmanlage gegen Manipulation geschützt wird, zusätzlich zu dem Kontakt in der Zentrale. Das sind halt so kleine Kniffe, wo man halt machen sollte. Wassermelder nochmal, also Wassermelder ganz zum Boden, sodass er auch wirklich gleich Leck von der Waschmaschine erkennt zum Beispiel. Nicht hochgesetzt, weil da muss ich erstmal Wasser im ganzen Keller haben, das er auslöst. Und am besten immer festschrauben, nicht kleben oder irgendwas. Wenn die feucht werden, dann fallen die runter. Immer mit einer Schraube befestigen. Ja. Jetzt könnte man sagen, das sieht jetzt optisch nicht so attraktiv aus, ist aber so eine Nachrüstung. Ne? Ist halt so eine Nachrüstung, genau. Die ganzen Sachen, wo ihr hier gesehen habt, auch die Fensterkontakte, würde man bei Neubau nie machen. Also das ist halt Nachrüsten, ja. Ist halt, ja. Da muss man einen Kompromiss eingehen. Hier ist die Modellbezeichnung. Also wichtig ist bei den Alarmanlagen, dass man überall eine VDS-Nummer drauf haben. Dann ist man sicher, dass die geprüft ist nach VDS-Klasse sowieso. Alte Anlage raus, neue Anlage rein. Mhm. Genau. Wird jetzt noch aufgeschalten auf den Sicherheitsdienst die Anlage. Ja, jetzt kann man zumindest sicher gehen, dass eine funktionierende Alarmanlage drin ist, dass es bedienbar ist und dass es keine Cloud-Lösung ist. Das ist auch immer wichtig. Und ja, das habt ihr ja selbst gesehen, wo die Unterschiede jetzt liegen. Und, ja, es ist Funk, es ist Nachrüstung. Jetzt gibt es vielleicht einige, die das vielleicht stört. Ja, wobei die Funk, das wird immer überwertet. Also viele vergleichen es dann mit dem WLAN. Ja,
Strahlen und gefährlich und hast du nicht gesehen. Nee, also wir haben in einer ganz anderen Leistungsklasse, also viel, viel geringer. Und unsere Melder senden ja erst, wenn scharf geschalten ist, ansonsten braucht man es ja nicht, nur mal ein Lebenszeichen, aber wenn scharf geschalten ist, dann brauche ich sie und dann bin ich in der Regel eh nicht zu Hause. Ja, also da braucht man auch keine Angst haben. Also von der Leistung her haben wir Vielfaches weniger wie WLAN. Die Angst kann man nehmen. Also der Unterschied ist von der Funktechnik, von Telenor zum Beispiel zu einem anderen Hersteller, der ein bisschen günstiger ist, dass man verschiedene Kanäle verwenden können von der Funkfrequenz und dass wir eine Fremdfunkerkennung drin haben. Das heißt, wenn jetzt wirklich irgendwo stört, bewusst stört oder auch versehentlich stört, also es gibt auch Fälle zum Beispiel, wo jetzt ein Haus nebenan gebaut wird, wo jetzt ein Funkkran, die werden alle mit Funk gesteuert, am ganzen Tag wird da rumgefunkt und dann kann das natürlich die Alarmanlage stören. Bei einer professionellen Anlage wird das kompensiert, dass man einfach auf einen anderen Kanal umstellt oder dass man, also das macht sich selbstständig und dass man zumindest eine Mitteilung bekommt. Also eine günstige Anlage wird das gar nicht merken und dann geht halt plötzlich ein Bewegungsmelder nicht. Vielleicht sagst du mal, was die Kundin gesagt hat, was sie mit der Anlage gemacht hat, mit der anderen. Ja, die liegt jetzt im Keller, die wird im Restmüll entsorgt, war so der O-Ton von dem Kunden. Ja, die ist jetzt heilfroh, dass sie jetzt ein Sicherheitsgefühl hat. Also die hatte vorher überhaupt kein Sicherheitsgefühl. Allein deswegen hat sie es schon rentiert, dass eine gute Anlage drin ist. Und die alte Anlage wird, ja, liegt jetzt auf den Haufen. Obwohl es eine Vorinvestition war, ne? Und das war nicht wenig. Ja, die wurde auch über den Tisch gezogen vom Preis her. Der wurde mit einem sehr hohen Preis, also der wurde ein Dacia zu einem Zimmer-BMW-Preis verkauft. Und dann wurde suggeriert, dass es eine gute Anlage ist oder eine professionelle Anlage. Und das ist natürlich traurig, immer sowas zu sehen. Und das kommt leider immer öfters vor. Ich glaube, das ist zeitlos. Wenn das Ganze euch gefallen hat und ihr Spaß dran hattet und vielleicht auch mal weiter solche Sachen sehen wollt, schreibt es gerne in die Kommentare. Und das Thema Sicherheit ist ja hier bei uns vorne. Steht vorne an. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Okay. Ciao, bis zum nächsten Mal. Tschüss.